Vietnam. Ein Land voller Widersprüche. Kleiner als Deutschland. Und doch gibt es Regionen, in die bisher noch kein Mensch vorgedrungen ist. Immer noch lassen sich hier neue Tierarten entdecken. Und das, obwohl kaum ein anderes Land von der Geschichte so gezeichnet wurde. So ein Dschungel kann ja ganz schön laut sein. Vor allem am frühen Morgen. Hunderte, tausende Tiere rufen, schreien, grunzen, summen, brummen, flöten, trällern, pfeifen, zwitschern und quaken durcheinander. Es ist ziemlich schwierig, diese ganzen Tiere mit den Augen zu finden. Mit den Ohren geht das sehr viel besser. Das hört sich an wie eine Alarmanlage, ist aber ein Liebeslied. Und zwar das von einem Gibbon. Normalerweise sind die Tiere nicht so entspannt wie der hier jetzt gerade, sondern sie hangeln sich ganz schnell oben durch die Baumwipfel. Und außerdem wechseln sie im Laufe ihres Lebens auch noch die Fellfarbe. Es ist also verdammt schwer zu sagen, um welche Art es sich gerade handelt. Aber dann sind die Forscher auf eine gute Idee gekommen. Sie konzentrieren sich nicht nur auf das Aussehen der Tiere, sondern auch auf den Gesang. Denn der ist etwas ganz Besonderes. Gibbon-Paare singen im Duett. Das Männchen mit dem dunklen Fell fängt an. Das hell gefärbte Weibchen stimmt ein. Ein Signal an Artgenossen. Das ist unser Revier. Gibbons leben in der obersten Etage der Wälder Vietnams, in den Baumkronen. Sie setzen ihren Fuß so gut wie nie auf den Boden. Das ist der Grund, warum sie ihr Revier akustisch markieren, vermuten Forscher. Das Singen stärkt außerdem die Bindung. Gibbon-Paare bleiben meist ein Leben lang zusammen. Der Gesang schallt bis zu 2 Kilometer weit, als Botschaft für Konkurrenten im dichten Wald. Jede Gibbon-Art hat einen ganz typischen Gesang. Und das bedeutet, wenn man den aufnimmt, dann entsteht auch jedes Mal so ein ganz eigener Frequenzgang. Als die Forscher 2010 mal wieder einen Gibbon-Gesang aufgezeichnet haben, ist ihnen aufgefallen, diese Frequenz, die haben wir ja noch gar nicht in unserem Archiv. Der erste Hinweis auf eine neue Art. Und die haben sie dann wenig später tatsächlich auch als solche erkannt. Den nördlichen Gelbwangenschopf-Gibbon. Tja, zuerst gehört und erst dann gesehen. Inzwischen weiß man, es gibt 6 verschiedene Schopfgibbon-Arten in Vietnam. Und noch viele weitere Primatenspezies, wie die Tonkin-Stumpfnasen. Oder die Panda-Languren. Beide Arten leben nur in Vietnam und nirgendwo sonst auf der Welt. Insgesamt gibt es 25 Affenspezies in Vietnam. Mehr als in allen anderen Ländern auf dem südostasiatischen Festland. Seinen großen Artenreichtum verdankt das Land der besonderen Geschichte seiner Wälder.
Um diesen Baumriesen komplett zu umspannen, braucht es 12-mal mich. Ein Prachtexemplar, das ungefähr 700 Jahre auf der Wurzel hat. Ganz schön alt. Aber das ist nichts im Vergleich zum Alter der Wälder. Bei uns in Mitteleuropa bringen sie es wegen der Eiszeit nur so auf etwa 12.000 Jahre. Aber der Dschungel hier in Vietnam, der ist bis zu 50 Millionen Jahre alt. Und dieses hohe Alter ist auch der Hauptgrund für die Artenvielfalt in diesem Lebensraum. Vietnams Wald ist 5-mal so alt wie etwa der Amazonas-Regenwald. Und das kam so. Vor ungefähr 50 Millionen Jahren kollidierte die indische Platte mit der eurasischen. Das Himalaya-Gebirge faltete sich auf. Dieselben Kräfte ließen eine Landmasse wachsen, auf der auch das heutige Vietnam liegt. Das Besondere, die Region blieb von Eiszeiten und von dadurch verursachten Artensterben verschont. Hier blieb das Klima immer warm und feucht. Ideal für die Entstehung vieler Arten. Die zerklüftete Landschaft mit vielen Tälern und Flüssen hat den Artenreichtum zusätzlich gefördert. Breite Ströme bildeten Barrieren für Tiere, die weder schwimmen noch fliegen können. Wie Gibbons und andere Affenarten. Wurden Artgenossen einst durch einen Fluss voneinander getrennt, konnten sie sich zu verschiedenen Spezies weiterentwickeln. Über Jahrmillionen entstand durch die isolierten Lebensräume eine erstaunliche Vielfalt. Wie artenreich dieser Regenwald ist, das zeigt sich auch bei den Schildkröten. Fast 10% der weltweiten Arten leben hier. Und einige davon sind echt lustig, so wie die da. Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine ganz normale Schildkröte. In der Mitte ein dicker Panzer und drumherum 4 Beine und ein Kopf. Aber die ist sogar für eine Schildkröte träge. Jetzt in der kalten Jahreszeit bewegt sie sich eigentlich gar nicht. Und auch im Sommer macht sie vielleicht 10 Meter pro Tag. Wenn dieses Tier also etwas nicht kann, dann ist es, hinter anderen Tieren herzulaufen, zu jagen. Tja, und jetzt raten Sie mal, was ausgerechnet die beruflich macht. Die Dreikiel-Scharnierschildkröte ist jedenfalls kein Vegetarier. Sie ist auf Beutezug. Allerdings ist sie nicht nur langsam, sie hört auch ziemlich schlecht. Regenwürmer sind auch nicht gerade schnell. Der Ausgang dieser Jagd ist daher ebenso spannend, als würde ein Gepard eine Antilope jagen. Für ihre Beständigkeit wird die Schildkröte in der vietnamesischen Kultur verehrt. So ist sie die Heldin in der wichtigsten Legende des Landes. Einst stieg aus einem See eine goldene Schildkröte. Sie übergab dem König ein magisches Schwert, das ihm half, Eindringlinge aus China zu vertreiben. Nach der Siegesparade begab sich der König zum See, um den Göttern zu danken. Die Schildkröte tauchte auf und forderte das Schwert zurück.
Danach schwamm die goldene Schildkröte weiter. Bis ins südchinesische Meer, zur Halong-Bucht. Die Legende vom zurückgegebenen Schwert gilt als Symbol für die Waffenruhe in Friedenszeiten. In der Halong-Bucht hat die goldene Schildkröte in einer Grotte ihre letzte Ruhe gefunden und ist zu Stein erstarrt. Diese Schildkrötenlegende ist in Vietnam wirklich bedeutend. So wichtig, dass sie hier sogar schon in der Schule auf dem Lehrplan steht. Aber es gibt natürlich noch viel mehr solcher Geschichten. Diese Inseln in der Halong-Bucht zum Beispiel, die sollen entstanden sein, als ein Drache Diamanten ausgespuckt hat. In Wahrheit sind diese Inseln noch viel wertvoller als Diamanten, denn sie bedeuten Vielfalt. Die Inseln selbst sind Juwelen. Rund 2000 drängen sich hier auf engem Raum und sind doch voneinander isoliert. Das triggert die Artenvielfalt. Auf der größten Insel Cat Ba etwa gibt es die Cat Ba-Languren. Sie leben nur auf dieser einen Insel und nirgendwo sonst auf der Erde. Entstanden ist diese ganz eigene Welt vor langer Zeit. Also wenn man sich diese zersplitterten Inseln, diese schroffen Felsen anguckt, das sieht ja so aus, als hätten sich hier geologische Kräfte schlagartig entladen und dabei sei das dann entstanden. Aber so war es nicht, überhaupt nicht. Im Gegenteil, das Ganze ist langsam entstanden, ganz langsam, Tröpfchen für Tröpfchen. Vietnam liegt in der Monsunzone. Regenwasser enthält Kohlensäure. Und das ist der Grund für die typische Kegelform der vietnamesischen Landschaften. Denn Kohlensäure zersetzt Kalk. Und große Teile des Landes sind ehemaliger Meeresboden. Und das heißt Kalkgestein. Millionen Jahre im Zeitraffer. Dort, wo sich der Regen in Kuhlen sammelte, schritt der Prozess schneller voran. So blieben Kegel stehen. Als der Meeresspiegel stieg, wurden sie voneinander getrennt. Der gesamte Entstehungsprozess der Halong-Bucht hat sehr lange gedauert. 20 Millionen Jahre. Vietnams Natur ist wie ein Fenster in die Vergangenheit. Im Wald findet sich ein seltsames Relikt, das bis heute überdauert hat. Das Pangolin ist das einzige Säugetier der Welt, das mit Schuppen bedeckt ist. Sie bestehen aus Keratin, genau wie Fingernägel. Rund 1000 Schuppen bilden einen sicheren Panzer. Bei Gefahr kann sich das Pangolin zu einem Ball zusammenrollen. Dieses Prinzip schützt es seit Jahrmillionen. Schuppentiere sind eine Kuriosität. Ihre Zunge ist länger als der Körper und so klebrig, dass sie damit ganz einfach Ameisen und Termiten einsammeln können. Bis zu 70 Millionen Insekten kann ein Pangolin pro Jahr vertilgen.
Seltsam sind auch seine Verwandtschaftsbeziehungen, selbst wenn es überhaupt nicht danach aussieht. Die nächsten Verwandten des Pangolins sind Raubtiere. Beide Gruppen haben sich vor mehr als 50 Millionen Jahren voneinander getrennt. Dass in Vietnams Wäldern viel Ursprüngliches bewahrt blieb, hat einen Grund. Das Land war über lange Zeit nur sehr dünn besiedelt. Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckten die Franzosen Südostasien für sich. Ihr Ziel? Ein Handelsposten im Osten. Hier errichteten sie ihr kleines Frankreich. Das französische Kolonialreich Indochina umfasste die Gebiete der heutigen Länder Vietnam, Laos und Kambodscha. Auswanderer zog es mit der Hoffnung hierher, fern der Heimat einen höheren Lebensstandard zu erreichen. Das französische Savoir-vivre bekam hier eine ganz neue Bedeutung. Eine Farm in Indochina, das war für die meisten Auswanderer ein Traum. Für die Natur bahnte sich dagegen die erste große Katastrophe an. Die Franzosen ließen große Teile des ursprünglichen Waldes roden. Besonders lukrativ war der Anbau von Kautschuk. Der Rohstoff war Anfang des 20. Jahrhunderts für die Produktion von Autoreifen sehr gefragt. Firmen wie Michelin exportierten aus Indochina jedes Jahr Zehntausende Tonnen Kautschuk in die Heimat. In weniger als 100 Jahren fügten die neuen Herren der Natur einen nachhaltigen Schaden zu. Bis zum Ende der Kolonialzeit in den 50er Jahren waren große Teile des ursprünglichen Waldes zerstört. Und das sollte noch schlimmer kommen. Etwa 10 Jahre später wurde Vietnam zum Schauplatz der wohl größten Naturzerstörung aller Zeiten. Die Amerikaner haben im Vietnamkrieg rund 14 Millionen Tonnen Bomben und andere Munition eingesetzt. Fast doppelt so viel wie im Zweiten Weltkrieg. Am 8. März 1965 landeten die amerikanischen Soldaten in Da Nang in Zentralvietnam. Sie waren überzeugt davon, dass es für sie ein leichtes sei, den Konflikt zwischen dem kapitalistischen Süd- und kommunistischen Nordvietnam zu beenden. Die Freiheit der westlichen Welt wollten sie von Saigon aus verteidigen. Doch dabei stießen sie auf ein entscheidendes Problem. Sie konnten ihren Feind in dem undurchdringlichen Wald nicht aufspüren. Egal für wie groß und unbesiegbar sich eine Armee auch halten mag. Wenn sie mit dem Gelände nicht zurechtkommt, in dem sie operieren muss, dann gerät sie irgendwann in Schwierigkeiten. Genau das ist den Amerikanern hier im Dschungel passiert. Und deshalb haben sie dann auch dem Wald den Krieg erklärt und ihn mit schweren Waffen angegriffen.
das Paradebeispiel der ökologischen Kriegsführung. Die Amerikaner versprühten im Vietnamkrieg mehr als 70 Millionen Liter Herbizide. So wollten sie das dichte Blattwerk zerstören und den Feind aus der Deckung holen. Die Soldaten benannten das Herbizid nach der Farbe der Etiketten auf den Fässern, Agent Orange. Welchen nachhaltigen Schaden sie damit anrichteten, war ihnen nicht bewusst. Die Wirkung war durchschlagend. Nach dem Besprühen verloren Bäume ihre Blätter, blieben monatelang kahl. Agent Orange und die Bomben haben den ursprünglichen Wald gezeichnet, wertvolle Natur zerstört. Vor dem Krieg war Vietnam immer noch weitgehend von Tropenwald bedeckt. Danach hatte sich das Bild dramatisch gewandelt. Vietnams uralter Wald, geschrumpft auf verstreute Überbleibsel. In einigen Gegenden war der Boden durch giftige Rückstände aus Agent Orange verseucht. Doch im tropischen Hochland ergrünten kahle Flächen erstaunlich rasch wieder, oft innerhalb weniger Monate, dank einer Pionierpflanze. Bambus. Er ist eine der am schnellsten wachsenden Pflanzen überhaupt. Und er kann baumhoch werden. Ein Bambusdickicht ist allerdings noch längst kein vielfältiger Wald. Bis dahin kann es viele Jahrzehnte dauern. Aber Bambus ist ein Wegbereiter. Der Verlust der Wälder machte einst Pflanzenfressern besonders zu schaffen, wie zum Beispiel den Kleideraffen. Ihren Namen verdanken sie ihrem außergewöhnlich bunten Fell. In manchen ihrer Rückzugsgebiete schlummern im Boden selbst heute noch giftige Rückstände aus Agent Orange. Die Giftstoffe lassen sich im Kot der Tiere nachweisen. Forscher vermuten, dass sie Gesundheit und Fortpflanzung der Tiere beeinträchtigen. Aber die Auswirkungen sind kaum erforscht. Doch eines ist sicher: Die Kleideraffen sind vom Aussterben bedroht. Im Norden Vietnams kämpfen Forscher des Endangered Primate Rescue Center um das Überleben der Kleideraffen. Hier kümmert man sich um die bedrohten Affen Vietnams. Und es gibt leider viele bedrohte Arten hier. Hi, Heng, how are you? Hi, how are you? Heng füttert gerade den kleinen Bio. Bio ist ein Kleideraffenbaby und von seiner Art gibt es in der Wildnis Vietnams nur noch einige hundert Exemplare. Andere Affenarten hat es noch härter getroffen, von denen gibt es nur noch 55 Tiere. Und das bedeutet, die sind schon so nah dran an der Ausrottung. Hm? Schmeckt dir das? Ja. Diese kleinen Waisen, die werden 4-5 Jahre lang betreut und wenn es gut läuft, können sie danach ausgewildert werden. Aber mit so einer Maßnahme allein lässt sich natürlich keine Art retten. Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Trotzdem ist es gut, es ist ein Symbol, es setzt ein Zeichen und es ist ein Anfang. Bio, you're very hungry today, yeah? Yes. He's very hungry, yeah? Yes, very hungry. You finished your bottle now, eh? Yes. Hier kämpft man um jedes Waisenjunge und darum, die Vielfalt an Affenarten in Vietnam zu bewahren. Wie artenreich das Land ist, lässt sich bis heute nur ahnen.
Aufgrund der politischen Lage war Vietnam noch bis in die 1980er Jahre auch für Wissenschaftler Sperrzone. Als sich die ersten Forscherteams in die übrig gebliebenen Wälder aufmachten, waren sie überrascht, wie viele Arten den Krieg überstanden hatten. ...1989 entdecken sie im Ca Dien Nationalpark im Süden Vietnams etwas Unerwartetes. Spuren eines Tieres, das als längst ausgestorben galt. Vom vietnamesischen Waldnashorn. Früher waren diese einzigartigen Waldbewohner einmal weit verbreitet. Anhand der Größe und Form der Spuren ermitteln die Forscher, es muss noch 15 Tiere geben. Damit beginnt eine aufwendige Suchaktion. Die wenigen Tiere in so einem ausgedehnten, dichten Wald zu finden, scheint unmöglich. Doch die Forscher lassen nicht locker. Über Jahrzehnte. Hoffnung gibt 1992 eine andere Entdeckung. Aufnahmen einer Kamerafalle zeigen eine neue Tierart. Das Saula. Eine wissenschaftliche Sensation und einer der größten Tierfunde der Neuzeit. Mehr als 50 Jahre lang hatte man keine neue große Säugetierart mehr entdeckt. Mit Kamerafallen wollen die Forscher auch das Nashorn endlich finden. Sie stellen sie an Wildwechseln und Suhlen auf, wo sich die Tiere gerne aufhalten. Ihre Geduld wird auf die Probe gestellt. ...2005 gelingen die ersten Fotos der seltenen Nashörner. Mit eigenen Augen gesehen hat die Tiere zu diesem Zeitpunkt immer noch niemand. Ab 2009 kommt eine neue Methode zum Einsatz. Die Analyse von Dungproben. Man untersucht 22 Proben. Das traurige Ergebnis? Sie alle stammen von ein und demselben Nashorn. Die Suche nach dem letzten Nashorn dauerte bis zum 29. April 2010. Dann wurden seine sterblichen Überreste gefunden. Alles bis auf das Horn. Das haben Wilderer wahrscheinlich an irgendwelche Quacksalber verkauft, die daraus traditionelle asiatische Heilmittel machen. Was für ein Schwachsinn. Diese Heilmittel haben auf Menschen überhaupt keine Wirkung. Auf Tiere aber schon, und zwar eine tödliche. Das Nashorn ist inzwischen ausgestorben. Genauso wie der Tiger, der Leopard und viele, viele andere. Die meisten großen Tiere sind inzwischen aus Vietnams Wäldern verschwunden. Der illegale Handel mit bedrohten Tierarten ist hier ein Riesenproblem. Vietnam ist einer der Hotspots der Artenkrise. Ein großes Tier streunt noch vereinzelt durch die Wälder Vietnams. Der asiatische Schwarzbär. Er hat ein sichelförmiges Muster auf seiner Brust. Deshalb wird er auch Mondbär oder Kragenbär genannt. Obwohl er bis zu 200 Kilogramm wiegt, ist der Mondbär ein ausgezeichneter Kletterer. Er verbringt einen Großteil seines Lebens auf Bäumen, im Schutz der Blätterdächer. Das Gesetz schützt die Mondbären. Es ist weder erlaubt, sie zu jagen, noch mit Bärenprodukten zu handeln. Doch das Gesetz schützt die Tiere nur in der Theorie.
Hier beginnt die Straße der Bären. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, die Horrorstraße. Da gibt es mindestens ein halbes Dutzend Geschäfte, das Mondbären in Käfigen hält. Angeblich sind das alles nur Haustiere. Aber das ist eine Lüge. Hello. May we see the bears? Is it possible to see the bears? Have Noah? Yes, we can. Yes, we can. Thank you very much. Weil die Bären an dieser Straße fast schon öffentlich ausgestellt werden, will ich mir das dann noch selber anschauen. Ungefähr 10 Jahre. Die Bären leben in den Käfigen seit 10 Jahren? Okay. Was ist denn der Grund dafür, dass sie die Bären gekauft haben? Um Gallensaft zu entnehmen. In der traditionellen chinesischen Medizin wird der Gallensaft von Bären als Heilmittel eingesetzt, zum Beispiel bei Leberkrankheiten. In Vietnam ist es verboten, den Bären diesen Gallensaft abzuzapfen. Aber es gibt eine Gesetzeslücke. Es ist nämlich erlaubt, Bären als Haustiere zu halten. Und das wird dann auch oft gemacht, als Vorwand. Und jetzt werden wir rausgeschmissen. Jetzt ist die Eigentümerin gekommen und schmeißt uns gerade raus. Sie hat natürlich das Hausrecht. Ich darf die Bären nicht mitnehmen. Also gehen wir jetzt. So. Diese alte Dame, die so nett mit mir gesprochen hat, die ist offenbar nur eine Hilfskraft da. Deshalb war die auch so offen und vertrauensselig. Als dann die Besitzerin gekommen ist, hat sie mich natürlich sofort rausgeschmissen. Aber ehrlich gesagt bin ich auch froh, da weg zu sein. Denn das Elend dieser Bären noch länger zu sehen, das hätte ich auch nicht mehr ausgehalten. Man kann sich ja kaum vorstellen, wie sehr diese Bären in den Käfigen leiden müssen, in denen sie so viele Jahre eingesperrt werden. Aber diese Geschichte, die hat auch eine sonnige Seite. Und vielleicht demnächst sogar ein Happy End. Das hier ist nämlich die Bärenrettungsstation von Animals Asia. Und hier kümmert man sich um Bären, die aus diesen Käfigen befreit worden sind, und bereitet ihnen einen Lebensabend, der so angenehm ist wie irgendwie möglich. Und dazu gehört, dass man die Tiere beschäftigt. Deshalb verstecke ich gerade ihr Futter. Essen. In den Gehegen dieser Anlage leben insgesamt 176 Kragenbären. Und die sind alle aus Käfigen befreit worden. Freilassen kann man diese Tiere leider nicht mehr. Durch die lange Gefangenschaft und die ganzen Quälereien sind viele von ihnen verhaltensgestört oder körperbehindert oder sogar beides. Das Beste, was man für diese Tiere noch machen kann, man kann sie pflegen, so gut es eben geht. Immerhin gibt es jetzt Hoffnung für die ungefähr 1200 Kragenbären, die immer noch in Käfigen feststecken und denen immer noch Galle abgezapft wird. Die Tierschutzorganisation Animals Asia hat sich nämlich mit den vietnamesischen Behörden darauf verständigt, dass diese privaten Bärenfarmen spätestens 2023 alle geschlossen werden. Hoffentlich bleibt es dabei. Bei der Geschichte und dem Druck, unter dem die Natur bis heute steht, grenzt es an ein Wunder, dass Vietnams Natur überhaupt noch so vielfältig ist. Bis heute gibt es kaum einen besseren Ort, um Neues zu entdecken. Die zerklüftete Landschaft ist ein Glücksfall.
denn viele Regionen sind schwer zugänglich. Über wie unter der Erde. In Zentralvietnam liegt der Phong Nha Ke Bang Nationalpark. Rund um diese Region wurden bereits mehr als 300 Höhlen entdeckt. Und das sind noch längst nicht alle. Der einstige Meeresboden ist heute Vietnams Tor zur Unterwelt. Der Boden, auf dem ich gerade stehe, der ist was ganz Besonderes. Ein riesiges Kalksteinplateau, 400 Millionen Jahre alt. Und es reicht runter bis in 1000 Meter Tiefe. Im Grunde besteht das alles hier aus Biomüll. Also aus den Resten von Lebewesen. Muscheln, Krustentiere und sowas. Die sind auf den Grund des Meeres gesunken und haben sich da im Laufe der Zeit immer höher aufgetürmt. Tja, und irgendwann ist das Ganze dann einfach versteinert. Durch diese Kalksteinschicht laufen lange geologische Risse. Und weil es da oben viel regnet, fließt sehr viel Wasser durch diese Risse und spült immer mehr von diesem Gestein aus. Und so werden im Laufe der Zeit aus den Rissen große Höhlen. Und einige von denen sind wirklich unglaublich groß. Ein Zufallsfund. Als sich ein Einheimischer bei einem Unwetter am Eingang einer Höhle unterstellte, bemerkte er etwas Seltsames. Er hörte lautes Wasser rauschen und spürte einen heftigen Wind. Starker Wind ist ein Indiz für eine extrem lange Höhlenpassage. Ein Forscherteam machte sich 2009 schließlich auf, die Höhle zu erkunden. Nicht ungefährlich. Schon gleich am Eingang geht es mehr als 80 Meter in die Tiefe. Durch die Höhle fließt ein großer Fluss. Der gab ihr den Namen Bergflusshöhle. Han Sön Dong. Bei unvorhergesehenen Regenfällen kann der Wasserspiegel dramatisch ansteigen. Das Team kennt das Risiko. Je weiter die Forscher vordringen, desto gigantischer erscheint ihnen die Höhle. Womöglich erkunden sie sogar gerade die größte Höhle der Welt. Der Gang ist so breit und hoch, dass die Freiheitsstatue Platz darin hätte. Tagelang folgen sie dem Gang durch die Dunkelheit. Dann sehen sie ein entferntes Licht. In der Höhle gibt es Leben. Ein Dschungel, 400 Meter unter der Erde. Die Pflanzen ähneln denen an der Oberfläche, aber sie wachsen höher, dem Sonnenlicht entgegen. Diese ganz eigene kleine Welt an Pflanzen und Tieren hat niemand je erkundet. Die Höhlenforscher nennen sie den Garten Eden. Die Entstehung des Garten Edens ist ein Glücksfall. Die sonst so massive Kalkschicht des einstigen Meeresbodens war an dieser Stelle dünner. So brach das Dach der Höhle irgendwann ein.
Pflanzen und Tiere versanken mit in der Unterwelt. Es entstand ein kleines Paradies mitten in der Hanseln-Dunghöhle. Jenseits des Dschungels setzt sich der Gang in die Unterwelt weiter fort. Allein der Hauptgang ist 5 Kilometer lang und über die gesamte Länge sehr großräumig. Bis zu 90 Meter breit und 200 Meter hoch. Hanseln Dung gilt damit tatsächlich als größte Höhlenpassage der Welt. So groß, dass hier sogar Winde und Wolken entstehen. Die Höhle macht ihr eigenes Klima. Kaum zu glauben, dass eine Höhle mit solchen Ausmaßen so lange verborgen war. Auch die Tiere und Pflanzen, die in Vietnams Unterwelt leben, sind noch weitgehend unerforscht. Ein scheues Höhlentier haben die Forscher schon gefunden. Und das ließ sie nicht schlecht staunen. In Vietnam werden nicht nur neue Tierarten entdeckt, sondern sogar alte. Die Felsenratte zum Beispiel. Die sieht aus wie eine lustige Mischung aus Eichhörnchen und Meerschweinchen. Und von dieser Felsenratte glaubte man eigentlich, dass sie vor 11 Millionen Jahren ausgestorben sei. Aber dann haben Forscher vor einiger Zeit ein paar lebende Exemplare entdeckt. Auferstanden von den Toten sozusagen. Das war's aus Vietnam. Tschüss. Bleiben Sie fasziniert.